Ich bin Alex Popp und das ist Roy trifft. Hobby. Hi. Schön, dich zu sehen. Na? Olympia, gut überstanden. Ja. Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch noch. Habe ich auch mitgebracht, extra für dich. Oh, super, lass mal sehen. Traut man sich gar nicht anzufassen. Richtig schwer. Von der Art und Weise, die Olympischen Spiele, anderer Schnack oder ist es? Ja, es ist was anderes, absolut. Nach Paris zu kommen, kurz ins Olympische Dorf, Deutsche Haus, das ist das, was am Ende Olympia echt ausmacht. Ja, und Spiele waren ja hervorragend. Ja, ihr habt ja wirklich gut gespielt und habt dann auch... Sagen wir haben erfolgreich. Aber die Reise ins Halbfinale war ja schon viel wert und habt ihr die Bronzemedaille geholt, also alles top. Wir haben hier in Golf 2 Fire and Ice zu stehen. Ja. Ja, Poppy, wir haben ja ein großes Jubiläum mit Volkswagen, ja, VW Golf, 50 Jahre. Wir haben jetzt hier in Golf 2 Fire and Ice Dark Violet Pearl Effect. Ja. Kannst du damit was anfangen? Ich glaube 1990, ne? Richtig, genau. Ja, ich bin 91 geboren, hab den das ein oder andere Mal vielleicht als Baby noch über die Straße fahren sehen. Du hast an der Ampel gestanden, hast du gewunken, ja, da ist er, richtig. Der Golf 2. Mama, den will ich haben. So, wollen wir mal uns hier reinsetzen und ja, gucken? Ja, können wir machen. Natürlich einsteigen, anstallen. Schauen wir mal, ne? Bobby, lass uns mal über deine Laufbahn sprechen. Oh, ich habe sehr früh angefangen. Ich war 4, habe mit Jungs zusammengespielt beim FC Schwarz-Weiß-Silchede. Da habe ich relativ lang gespielt, also bis ich 13, 14 war. Dann bin ich so nach Recklinghausen gewechselt und gleichzeitig dann auch zu den Mädels und Frauen. Ja, und dann ging das relativ zügig, dass mich der FCR Duisburg haben wollte im Jahr 2008. Und dann hat mich der VfL Wolfsburg zu sich gezogen 2012. Ich glaube, es ist wichtig für junge Mädels, damit die dann eben ja, bei Jungs mittrainieren, oder? Also ich fand's schon, muss ich sagen. Also ich würde auch wirklich dazu raten, bei Jungs anzufangen, so lange wie möglich mit Jungs mitzutrainieren. VfL Wolfsburg, Frauen-Bundesliga, ja, Prognosen für uns als Fans, wo geht die Reise hin dieses Jahr? Also ich glaube, dass wir natürlich echt harte Abgänge hatten. Wir werden weiter um die Meisterschaft mitspielen. Pokal ebenso, da wird's auch an uns liegen, was wir daraus machen. Champions League, muss ich sagen, bin ich ein bisschen verhaltener. Also ich will definitiv und glaube auch, dass wir es schaffen, die Saison wieder Champions League zu spielen. Also es war echt ein dober Ausrutscher in der letzten Saison. Machen wir mal die Rubrik in einem Wort. Ja? Ja. Bobby, mein größter Erfolg mit dem VfL Wolfsburg? Triple, ja. Triple? Ja, ja, ganz klar. Wir haben einfach unseren Stiefel runtergespielt, haben als Mannschaft hervorragend funktioniert, muss man auch dazu sagen. Und, das war geil. Also Außenseiter der Chance genutzt und dann schön ja, alles abgeräumt. Voll. Beste Spielerin aller Zeiten? Ich bin jetzt eher Offensivspielerin, von daher ist da meine Tendenz ja schon eher so Marta. Deutsche Meisterschaft oder Champions League? Ich bin grundsätzlich ein Freund von Konstanz, dann wäre es die Deutsche Meisterschaft. Aber Champions League ist schon noch ziemlich geil. Also Champions League würde ich total gerne noch mal gewinnen, muss ich sagen. Eis oder viel Eis? Viel Eis. Viel Eis? Mhm. Bist du so ein ja, lecker Mäulchen ja. Mit Eis? Und ja, so? Ja, voll. Ja. Eis mag ich sehr gerne. Stehe ich ja noch gar nicht drauf auf Eis. Nee? Nee, ach, hör auf. Ganz ehrlich, dann lieber einen schönen Crepe. Ja, oh, ja, ah, scheiße. Ah. Hier kommen wir jetzt zu euer Arena AOK-Stadion. 5000 Plätze, eure Kampfbahn. Letzte Frage. Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Gut, solange ich Fußball spiele, will ich möglichst immer Titel holen. Dann natürlich, also meine höchste Priorität ist gesund sein und einfach ja, glücklich sein im Leben. Einfach mal Dinge machen, die man vielleicht einfach jetzt nicht machen kann, weil die Disziplin es nicht zulässt. Wie, weiß nicht, Bungee Jumping oder irgendwie sowas, da hätte ich richtig Bock drauf. Dann wünsche ich dir alles Glück der Welt. Danke dir. Bleib gesund. Danke, und danke. Munter. Dir und auch. Vielen Dank, damit du wir dabei sehen uns dann hier im Stadion. Das machen wir. Ganz gut. Ciao. Ciao. Volkswagen.